Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Habit Rabbit. Heute habe ich den Thomas mal rausgeschmissen, denn heute geht es einzig und allein um mich, den Lars. Hallo Lars, schön, dass du bei uns bei The Habit Rabbit bist. Zum Einstieg erstmal eine kleine Challenge für dich. So ein paar vegane Klischees, auf die du kurz antworten sollst, wie die Leute dann reagieren können, wenn ihnen das entgegengeworfen wird. Alles klar. Man muss doch alles essen. Ja, zum Beispiel Fugenkit ist auch ein großer Favorit. Steine, Reifen mag ich sehr gerne. Ich finde, man muss wirklich alles essen. Ja. Du wirst doch auch nicht die Welt retten. Das stimmt, aber meine Frau ist ziemlich gut. Die ist super. Ja. Die Kuh gibt die Milch doch gern. Ja, und vor allem das Wichtige ist, sonst platzen die. Und wenn man das nicht machen würde, dann stell dir vor, du fährst irgendwann durchs Land, ja, und die Kühe sind alle geplatzt, ja, schmeißt noch ein paar Kartoffeln aufs Land, hast du Pommes rot-weiß. Wo bekommst du deine Proteine überhaupt her? Größtenteils versuche ich die, ich habe bei den gelben Seiten gesucht, habe ich nichts gefunden. Ich habe versucht, Proteine zu googeln. Ich habe noch nichts gefunden. Ich gucke mal bei Amazon als nächstes, ob ich Proteine finde. Sehr geil. Lars, einige werden dich ja schon kennen. Für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du überhaupt? Ja, die fünf Menschen, die mich noch nicht kennen. Ich bin Lars Walter, ich bin Podcaster beim Veggie World Podcast, daher kennen mich wahrscheinlich so die meisten. Ich bin Fotograf, ich bin Sprecher, Synchronsprecher, Synchronregisseur, eigentlich vom Beruf her, eigentlich. Genau, und ich mache veganen Aktivismus, wo ich kann, über möglichst viel Bildung, über möglichst viel Leute zum Lachen und zum Nachdenken bringen. Ich habe ein bisschen Comedy-Programm gemacht eine Zeit lang, versuche das vielleicht auch ein bisschen weiterzumachen, ich bin mir noch nicht sicher. Und ja, ab September werde ich auch Vorträge halten. Genau, weil ich versuche, mein Leben so sehr in die vegane Richtung zu lenken, wie es geht und so viele Menschen zu erreichen, wie ich kann. Ja. Wie bist du zum Veganismus gekommen? Wie lange ist das her? Ich habe schon als Kind Pflanzen gehasst. Nein, nee, ich habe 2012 habe ich irgendwann, meine Frau Nicole war die ganze Zeit schon Vegetarierin. Meine Familie sind alle Vegetarier. Okay. Aber ich war so, ich wollte Fleisch fressen, was soll ich sagen. Döner und Flipperpizza und so. Und dann habe ich irgendwann einen Ausschnitt gesehen, ich glaube von Earthlings oder so, und habe gesagt, ich kann kein Fleisch mehr essen. Und dann habe ich eine Woche später oder sowas, habe ich einen Vortrag gesehen von Richard Oppenlander, das ist ein amerikanischer Arzt, über die Auswirkungen unseres Konsums von Tieren auf den Planeten. Und da habe ich gesagt, ich kann kein Umweltschützer sein, ich kann mich nicht Umweltschützer nennen und gleichzeitig Tierprodukte essen. Und da fing so der Stein an zu rollen. Hat letztendlich ungefähr ein Jahr gedauert, bis wir dann gesagt haben, jetzt können wir uns das vegane Etikett auf die Stirn kleben. So. Also warst du vorher schon im Umweltschutz irgendwie aktiv? Oder? Nicht aktiv, es war mir wichtig. Also war ich aktiv? Keine Ahnung, ich glaube nicht wirklich. Ich habe mich so gesehen. Ich habe, keine Ahnung, bin viel Fahrrad gefahren und so. Und das war mir immer wichtig, weil ich irgendwie als kleines Kind schon immer irgendwie ein Held sein wollte und ich wollte immer für das Gute kämpfen irgendwie. Aber wirklich aktiv, geht so. Und was bedeutet für dich heute veganes Leben? Das ist eine verdammt komplexe Frage. Was soll das? Was soll das? Wie lebst du das vegane Leben? Oder wie, ja. Wie lebst du das aus? Also veganes Leben bedeutet für mich eigentlich normales Leben. Weil ich es irre finde, wie sehr man das Wort normal missbraucht irgendwie. Weil man hat so die Veganer und die normalen Menschen. Aber was ist normal? Der Status quo ist das, was uns erzählt wird. Das heißt, was ist veganes Leben? Veganes Leben ist möglichst friedfertiges Leben, möglichst nettes Leben, weil wir einfach nur nett sein wollen zu allen und aufhören wollen, irgendwie mitzutun. Das ist veganes Leben für mich. Für mich ist persönlich veganes Leben aber auch aktiv die Welt retten, weil wir mit der veganen Bewegung die umfangreichste soziale Gerechtigkeitsbewegung der Welt haben. Es geht uns nicht nur um Tiere, es geht uns um Gesundheit der Menschen, es geht uns um soziale Gerechtigkeit für Menschen, um Umweltschutz. Es geht einfach um alles irgendwie. Und vor allem, wenn man bedenkt, was wir für einen Countdown für den Planeten haben. Wenn wir merken, 2050 sind die Weltmeere im Arsch, wenn wir so weitermachen und so weiter. Und deswegen bedeutet veganes Leben für mich auch rausgehen und die Menschen davon überzeugen. Auf friedliche Weise, auf nette Weise natürlich. Aber ihnen einfach die Infos geben und sagen, hey, denk mal drüber nach. Wie setzt du das um? Sehr alltäglich mittlerweile. Also ich bin eigentlich vom Beruf her Schauspieler. Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht und bin dann, als wir vegan geworden sind,
haben wir irgendwann, hat meine Frau und ich, wir haben einen veganen Imbisswagen gegründet. 2 Jahre lang einen veganen Imbisswagen gehabt, den Wunderwagen. Hattet ihr da Vorkenntnisse irgendwie im Nein, Gastrobereich oder so? nothing. Sie kann backen, ich kann ein bisschen kochen. Und wir haben einfach angefangen. Wir haben gesagt, wir müssen was Veganes in unserer Gegend machen. Wir waren am Niederrhein in Xanten und es gab nichts. Und da haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach durch ein paar nette Umstände. Und haben das auch hingekriegt. 2 Jahre lief das sehr gut. Aber es war natürlich ein Haufen Arbeit. Und irgendwann habe ich ein Angebot gekriegt für einen sehr gut bezahlten Job in Köln, wo ich halt Synchronregie machen konnte. Und dann haben wir gesagt, wir machen momentan nicht mehr so viel mit dem Wagen, es ist so viel Arbeit. Und dann hat es sich nicht mehr finanziell für uns gelohnt, das zu machen. Und dann habe ich letztendlich gesagt, lass uns in anderen Richtungen weitergucken, was wir machen können. Das heißt, ich habe Ende 2015 habe ich Kabarett gemacht, also Comedy-Programm ein halbes Jahr lang. Und Mitte 2016, nee, ich rede Mist, Ende 2016, sind wir dann durch Facebook drauf gekommen, dass die Veggie World einen Podcaster sucht. Da ist meine Frau Nicole drauf gekommen. Die sorgt eigentlich dafür, dass alles Gute in meinem Leben passiert anscheinend. Und seit Mitte 2017 mache ich den Veggie World Podcast. Und wir haben auch ganz rudimentär angefangen und machen jeden Montag eine neue Folge, wollen die Leute informieren. Ich habe unfassbar viele Interviewgäste. Und mittlerweile haben wir, ich glaube, vor einer Woche oder zwei haben wir 100.000 Downloads geknackt und sind jetzt einer der größten veganen Podcast deutschlandweit. Mit einer Folge 100.000 Downloads? Nee, oder? Wir sind nicht bei YouTube, Mann. Übertreib mal nicht. Nee, mit allen Folgen mit insgesamt. Allen Folgen, okay. Aber ja, wir das ist haben ja auch schon. Auch eigentlich nur über Mundpropaganda. Also wir haben kaum Werbung gemacht bisher. Wir wollen das jetzt ändern. Wir wollen den größer rausbringen jetzt. Und wir haben letzten Mittwoch auch den englischen Podcast gestartet, parallel den Veggie World International Podcast oder VIP. Ich bin stolz auf den Namen. Und ja, wir wollen einfach möglichst viel machen. Und wie gesagt, ich schreibe jetzt im Juli auch ein Vortragsprogramm, das sich Everyday Heroes nennt, wie wir jeden Tag alle die Welt retten können. Und möchte damit Leute einfach aktivieren. Menschen, die noch nicht vegan sind, den Dankanstoß geben, dass sie vegan werden können. Und Menschen, die schon vegan sind, aktivieren, dass sie was tun. Denn es reicht nicht, wenn wir Konsumenten sind. Es reicht nicht, dass wir einfach so für uns vegan sind. Wir müssen rausgehen und den Menschen davon erzählen. Natürlich sollen wir ihnen nicht gegen die Stirn klopfen und sie irgendwie belästigen. Aber wir müssen es raustragen, weil wir zu viele Menschen sind, die zu viel verbrauchen. Und das geht so nicht weiter. Im Veggie World Podcast vielleicht nochmal, um darauf zu kommen. Was für Interviewgäste habt ihr denn da und was für Themen behandelt ihr da so? Also wir haben Anfang des Jahres eine große Reihe gemacht, wo wir so Basics bearbeitet haben. Zum Beispiel ist es ein Unterschied, wenn Tiere bio gehalten werden, Biofleisch, Biomilch und so. Was sind die Auswirkungen von Milch, von Eiern? Wir haben eine große Reihe über Kleidung gemacht und über die tierischen Rohstoffe, die für Kleidung hergenommen werden. Und wir haben natürlich einen unglaublichen Reichtum an Interviews. Wir haben den Nico Rittenau, den du ja auch schon dabei hattest, der Ernährungsberater ist und ein Genie und sehr nervig, wie effektiv dieser Mann ist. Und wir hatten Sophie Hoffmann da, die Köchin aus Berlin. Wir hatten Stina Spiegelberg da, Sebastian Kopin, tolle Köche, Boris Lauser. Dr. Markus Keller hatte ich da, der Studien über vegane Ernährung bei Kindern und Jugendlichen betreibt gerade. Super wichtige Arbeit. Ich hatte vegane Modelabels da, und es warten noch so viele Leute. Dr. Melanie Joy hatte ich da und habe mit ihr über ihr Buch gesprochen. Wir haben jetzt in 2 Wochen rede ich mit Sebastian Joy, einem der Co-Founder von ProVeg. Und das ist echt ein riesiger Reichtum an Leuten, die auch echt toll aus dem Nähkästchen quatschen. Denn was mir super wichtig ist, ist, dass ich die Leute nicht einfach nur kurz und knackig interviewe, sondern dass ich die kennenlerne. Bei mir ist es wichtig, ich möchte es natürlich mit den Leuten teilen, aber ich möchte eine echte Unterhaltung führen. Ich möchte nicht, dass es Markus Lanz wird. So. Ich möchte, dass es eine echte Unterhaltung ist. Und ich möchte die Leute kennenlernen. Und das ist mir sehr wichtig und ich glaube, das kommt auch rüber beim Hören. Ja, sehr gut. Also ich kann auch den Podcast sehr empfehlen. Wir hören ihn auch sehr regelmäßig, cool. Und er inspiriert uns auch immer selber für neue Videos. Also insofern geil. Großes Lob auch nochmal an dich in der Stelle. Danke. Und schaut auf jeden Fall rein. Wir verlinken den unten in der Infobox auf jeden Fall. Cool, ja. Da habt ihr euch letztlich einfach bei Veggie World beworben und dann ging das so problemlos, weil du Synchronsprecher warst und schon dieses Sprechen konntest? Ich konnte sprechen, also schon länger als Synchronsprechen, ein Das bisschen. Das ist gut. Die haben jemanden gesucht, ehrlich gesagt. Und dann habe ich mich da beworben und habe gesagt, Leute, ich bin Synchronsprecher, ich habe eigentlich den Großteil Equipment hier. Habt ihr Bock? Also ich will mich einsetzen. Ich habe auch ziemlich enthusiastisch geschrieben, ehrlich gesagt. Und die haben gesagt, okay, cool, lass uns treffen. Da hat es sehr gut geklappt, auch persönlich miteinander. Und es war schon so eine gewisse Testphase, weil sie natürlich sehen wollten, setzt er sich wirklich ein, weil natürlich kann ich viel reden. Aber ich habe sehr viel Arbeit reingesteckt und mache das auch immer noch.
Und es wird nicht weniger. Aber dadurch hat sich dann ein bisschen etabliert, okay, der Lars meint das ernst und wir arbeiten einfach schön zusammen. Und die Veggie World ist auch super, was das angeht, weil die mir keinerlei Vorgaben geben. Also man könnte vielleicht denken, oh, der Veggie World Podcast, die wollen einfach nur Werbung für die Veggie World machen. Gar nicht. Also ich mache Werbung dafür, weil ich es cool finde, was sie macht. Aber ich habe komplett freie Hand. Und das rechne ich denen total hoch an, weil sie auch, glaube ich, wissen, also weil denen genauso wichtig ist, dass diese vegane Message rausgetragen wird irgendwie und dass es Menschen vereinfacht wird, vegan zu werden. Und wir haben unglaublich viele Leute, die gerade vegan geworden sind oder die sich dafür interessieren, die noch nicht vegan sind, die mir schreiben und sagen, hey, es ist cool, weil es mir einfacher ist, einfacher gemacht wird, vegan zu werden. Oder auch Themen, die einem noch überhaupt nicht bewusst waren. Also wir hatten jetzt gerade ein zweiteiliges Interview über biozyklisch veganen Anbau. Unglaublich wichtiges Thema. Ganz viele Veganer wissen nichts davon, nämlich dass auch bei Bio-Gemüse natürlich mit Gülle gespritzt wird und mit vielen tierischen Produkten, mit Dünger aus Knochenmehl, Blutmehl, Hornmehl. Das heißt, wir haben immer noch tierische Produkte, die an unser Gemüse kommen und vor allem Rückstände aus Hormonen, die immer noch da dran kommen und Antibiotika, die trotzdem noch in unser Bio-Gemüse kommen und ins Konventionelle sowieso. Und dass es mittlerweile eine Alternative gibt, nämlich den biozyklisch veganen Anbau, der auf komplett pflanzliche Weise anbaut. Und das natürlich auch für die Umwelt viel, viel besser ist. Und das ist allein das ist ein Thema, was mich in letzter Zeit mega entfacht hat. Ja. Sehr spannend. Diese Schauspielerei, also du hast es gelernt, also bist auf die Schauspielschule gegangen und wie ging es dann weiter bei dir? Hast du selber als Schauspieler, kann man dich irgendwo sehen in Fernsehserien oder irgend solche Nein. Sachen? Nein. Ich habe im Theater angefangen und habe in Bonn gespielt ein Jahr lang und dann habe ich viel Krimi-Dinner gespielt und sowas. Habe dann zwei Kinofilme mitgespielt, die ich euch nicht sagen werde. Und nein, einer davon ist, also einer war, geht so, und der andere war sehr schön, das heißt Gespensterjäger auf eisiger Spur. Da wird man mich nicht viel sehen, aber ich habe sehr viel gespielt, weil ich einen digitalen Geist gespielt habe. Ein schöner Kinderfilm war das mit Anke Engelke und so. Das war eine schöne Erfahrung, aber insgesamt hat mir das Filmbusiness nicht so gefallen. So vom Drumherum, sehr viel Glitz und Glamour und Oberflächlichkeit. Und deswegen bin ich dann relativ schnell 2012 in die Sprecherschiene gegangen, weil ich immer ein Hörbuchfan war, Hörspielfan war und habe dann viel für Computerspiele, Fernsehserien und so gesprochen. Genau, und da kann man mich auch immer mal wieder hören. Also ich habe zum Beispiel so die Ruhrpott-Menschen dürften mich irgendwo gehört haben, weil ich seit Jahren in irgendeiner Kinowerbung für das Örtliche zu hören bin. Da bin ich in so einem Kinospot, der seit Jahren läuft. Und ja, keine Ahnung, einfach Serien, bei Fernsehserien habe ich viel gesprochen, Computerspiele habe ich viel gesprochen. Genau, aber ich bin, weiß Gott, keine berühmte Stimme. Über einen Podcast vielleicht noch mehr als über Fernsehserien. Genau. Zeitsprung. Zeitsprung. Wir können das Oh nicht Gott. rausschneiden. Wir können Das das ist nicht die lassen. Realität Das ist die von Realität, genau. Interviews. Passiert mir nie. Passiert Ihnen natürlich nicht. Alles klar. Bei der Schauspielerei, wer war denn so der Prominenteste, den du da kennengelernt hast? Oder gibt es da irgendwie eine interessante Story, die du mal loswerden kannst? Ja, ich habe bei diesem Kinderfilm lustigerweise einige prominente Leute kennengelernt. Anke Engelke, Christian Tramitz und Caroline Herfurth und so einige, Christian Ulm und so. Mit Anke Engelke habe ich auch wirklich 3 Monate gedreht und jeden Tag gesehen. Und die ist super Frau, coole Frau und wirklich setzt sich auch sehr viel ein für Menschen. Die hat mir auch eine tolle Message so mitgegeben, nämlich sie sagt immer, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und das fand ich sehr cool, weil sie so sagt, wenn ich nicht am Abend fünfmal sagen kann, dass ich 5-mal am Tag gelacht habe, dann war es ein verschwendeter Tag. So, und das war irgendwie cool, weil die doch in einem harten Business arbeitet, ne? Und auch natürlich einmal vor Leute ankommen will und sagen, hey Anke, mach ein Foto mit mir. Und ich hasse sowas, ich hasse VIP-Gehabe, ich hasse dieses Aufschauen zu Menschen, nur weil sie berühmt sind, finde ich bescheuert. Nee, aber die war super. Aber was schon so ein Fan-Moment für mich war, ich habe letztes Jahr Regie geführt bei der deutschen Vertonung von einem Star Wars-Spiel. Nun habe ich die deutsche Stimme von Luke Skywalker kennengelernt und von Harrison Ford und so. Und das war schon so ein bisschen, hi, das war schon geil, weil das natürlich Helden von mir sind. Und es ist irre, dann mit denen zu arbeiten. Und ich meine, ich bin seit ein paar Jahren im Business, sind die seit 40 Jahren. Und der Hans-Georg Panschak, die Stimme von Luke Skywalker oder von Smithers bei Simpsons und so, der Typ hat so viel gesprochen. Und er ist über 60 und er kam mit Inlinern zur Arbeit. Das ist so eine coole Socke. Und einfach tolle Leute und die einfach, ja, irre sind. Oder die Stimme von Brad Pitt habe ich kennengelernt und so. Also, das ist schon, wo man denkt, wow, irgendwie. Aber es sind auch nur Leute, die mit Wasser kochen, ne? Also, die sind super, aber die kochen nur mit Wasser. Und ja. Das sind genauso Menschen wie Ja, wir beide natürlich, und natürlich. wie jeder. Es wird halt viel Hype drum gemacht. Aber, und natürlich ist es toll, solche Menschen zu treffen, weil sie etwas geleistet haben, weil man die Arbeit schätzt, die sie gemacht haben.
Aber ich habe mich natürlich auch dabei erwischt, dass man so denkt, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Und dann fragt man sich, warum eigentlich? Das ist nur ein normaler Mensch. Ja, ja, ist schon irre. Ja. Aber ja. Und damit verdienst du auch dein täglich Brot letztlich heutzutage noch. Und Synchronsprecher, das heißt, du guckst dir einen Film an und musst dann genau auf die Lippen genau das timen, wann du was sagst. Das ist ja auch schon sehr Feinpräzision gefragt da, oder? Im Bestfall, ja. es wird ein bisschen mehr Massenproduktion gemacht, seit Netflix und Co. Das ist krass. Aber ja, das ist, ich sag mal, ein Großteil der Arbeit wird von den synchronen Buchschreibern gemacht, weil die wirklich komplett alles durchgehen und schauen, wo muss der Mund auf sein, wo muss der Mund zu sein. Und vom Sprecher muss es nur die Performance und das Timing sein. Aber da sitzt noch ein Toncutter mit bei und ein Regisseur und die achten alle zusammen mit drauf. Aber es ist schon ein Job, den, glaube ich, viele unterschätzen, definitiv. Aber ja, es ist ein irrer Beruf, weil du kriegst die Texte nicht vorher oder so. Du kannst dich nicht auf eine Rolle vorbereiten. Du kommst rein und sagst, was machen wir heute? Und die sagen, ja, wir machen einen Spin-off von Doctor Who. Und du sprichst einen Alien-Prinzen. Okay, was machen wir? Wie spricht der, wie spielt der so im Original? Und dann setzt man sich da halt drauf. Ja. Hast du irgendwas, wo du schon mal dran gescheitert bist in deinem Leben? Nein. Oh ja. Wie viel Zeit hast du? Also zum einen, ich habe zweimal den Führerschein angefangen und beide Male abgebrochen, weil ich die Theorie nicht in meinen Kopf gekriegt habe. Furchtbar, never ever. Ich bin furchtbar auch im Straßenverkehr. Deswegen habe ich gesagt, ich mache es nicht und setze es jetzt, fahre Zug und Fahrrad und setze das jetzt als Umweltstatement um und sage, ich will das nicht. Nein, aber ich bin wirklich furchtbar darin. Das war nicht, ich bin furchtbar in Steuererklärung, Mathe, also... Deine Freundin wird mich hassen, wenn sie mit mir sowas jemals machen müsste. Ich bin wirklich ganz schlecht in Technik, ich bin recht unstrukturiert. Ich bin dann sehr viel gescheitert und ich scheitere auch immer wieder. Und ich mache zum Beispiel auch Fotos. Ich versuche gerade mein Fotobusiness aufzubauen nebenbei, weil das eine große Leidenschaft von mir ist. Und ich damit auch so ethische Dinge einfach zeigen kann. Ich möchte einfach Menschen zeigen, die sich für gute Projekte einsetzen und porträtieren. Und faire Fashion und sowas, ne? Sowas fotografieren. Und da scheitere ich jeden Tag. Ich mache Fotos und denke, wirklich. Aber Scheitern gehört halt dazu. Und ich finde Scheitern super wichtig, weil nur wir so lernen können. Und ich mache zum Beispiel seit 4 Monaten jetzt Duolingo. Das ist eine ganz tolle Sprachlern-App. Und da lerne ich gerade Spanisch, Französisch und Holländisch. Alles auf einmal. Und das ist super geil, wenn man so die Parallelen sieht und so. Und da scheitere ich auch ganz viel, weil ich ganz viel nicht hinkriege. Aber das... Gerade beim Sprachenlernen, wenn man sich die Erlaubnis gibt zu versagen, merkt man, wie frei das ist eigentlich. Weil ich war in der Schauspielschule, ich konnte nicht versagen. Ich habe ganz lange darauf gewartet, ich habe ganz viel darauf hingearbeitet, Schauspieler zu werden. Ich habe kein Abi gemacht deswegen und so. Und habe viel Shit auf mich genommen. Und dann war ich da und wollte alles richtig machen, wollte immer ein Eins. So. Und das ist bescheuert, weil wenn man nicht einmal auf die Nase fliegt und merkt, ach, was soll das Schlimmste sein, was passiert? Ich habe immer noch ein Dach über dem Kopf, ich habe immer noch was zu essen, ich bin halbwegs gesund. Alles cool. Und ich glaube, das ist das Wichtige, auch wenn wir im Veganismus irgendwie scheitern. Ich hatte eben ein Gespräch mit 2 Menschen, wo ich voll gescheitert bin, den Veganismus näher zu bringen. Und ich ärgere mich tierisch drüber, aber letztendlich, dann mache ich es bei den Nächsten. Und es, wenn man das ruhig angeht und locker angeht und irgendwie so ein bisschen dem Flow folgt und guckt, was ist für mich irgendwie das Richtige, dann kommt auch das Richtige zurück. So, ja, das ist so meine Lebensweisheit hier am Rande von Berlin. Oder auch mittendrin. Oder mittendrin. Ich kenne mich nicht aus, was soll ich sagen? Mittendrin, hier steht der Alex. Oh, ein Fernsehturm. Genau. Wie sind denn deine Pläne jetzt für die nächste Zeit, fürs nächste halbe oder Jahr? Da steht ja auch einiges an bei dir. Du hast gerade schon die Vorträge angesprochen und es stehen ja andere Ereignisse noch an bei dir. Kannst du da kurz drüber sprechen? Ja, zum einen genau, ich schreibe einen Vortrag, da möchte ich auf der Veggie World rumtingeln und eventuell auch auf der Veginale, die haben mich auch angefragt. Das wird super, da freue ich mich sehr drauf. Wir haben, wie gesagt, den englischen Podcast gestartet, der kommt jeden ersten und jeden dritten Mittwoch im Monat, der sich auch sehr viel auf Interviews stützt und auch ein bisschen auf Aktivismus mehr und so. Da bin ich sehr gespannt, auch ein bisschen nervös. Wir wollen den Podcast noch vergrößern, den deutschen, da auch mehr in die Medien mit. Und wir ziehen demnächst auf einen Lebenshof. Wir schließen uns einer veganen Gemeinschaft an, die wird gerade so mitgegründet von uns und ziehen in die Eifel und gründen da einen veganen, also wir wollen nicht Gnadenhof sagen, weil Gnadenhof klingt so ein bisschen von oben herab, lieber ein Lebenshof und wollen da auch ein Eventspace draus machen, Kochabende und die Menschen die Tiere näher bringen und umgekehrt. Und ja, also wir sind gerade ganz schön dabei, so alles so ein bisschen Richtung Veganismus noch mehr auszurichten. Und meine Frau Nicole macht ganz viel Foodsharing und rettet Lebensmittel vom Müll, was auch ein Konzept ist, was vielen Menschen noch nicht so bekannt ist. Ja. Und das wollen wir den Menschen auch näher bringen. Und das soll so ein Gesamtpaket werden, sage ich mal.
Mir geht es halt darum, möglichst viel rauszukommen und viele Menschen zu bilden und viele Infos rauszubringen und vor allem zu vernetzen, weil ich finde, das Vernetzen ist das Wichtigste, weil alleine schaffen wir nicht viel, aber zusammen schaffen wir unglaublich viel. So. Wie schaffst du das denn alles unter einen Hut zu kriegen? Mit Veggie World Podcast, dann macht ihr noch Food Sharing und das macht vielleicht mehr deine Frau. Ja, ja. Jetzt noch einen Lebenshof, damit aufbauen und alles. Dann arbeitest du ja irgendwann noch. Ja, und willst eigentlich noch mal in Urlaub fahren oder so. Also ist ja auch schon eine Menge Holz. Also dieses Wort mit U habe ich gerade nicht so ganz verstanden, akustisch. Urlaub ist wirklich bei uns praktisch nicht drin. Wir zielen halt immer so auf ein Leben ab, was näher an Urlaub dran ist, so, wo man sagt, es ist so schön, dass ich keinen Urlaub brauche. Aber wir sind keine Menschen, die wirklich Urlaub machen, muss ich dazu sagen. Was auf jeden Fall hilft, ist, dass wir nicht viel Geld brauchen. Also wir versuchen, unseren Lebensstandard simpel zu halten, um nicht, weil es macht für mich keinen Sinn, dass ich ganz viel Geld verdienen muss, ganz viel irgendwo bei einer Arbeit sitze, die mich nicht weiterbringt, so schön ich sie finde, um dann irgendwie Zeit in Veganismus zu stecken. Ich habe lieber einen geringeren Lebensstandard und sparen super viel Geld durch Foodsharing und dadurch, dass wir halt nicht viel brauchen und haben dadurch mehr Zeit. Ja. Das ist ein Riesenfaktor. Und ansonsten stecken wir einfach wirklich viel rein. Also es ist halt eine Leidenschaft. Es ist nicht so, dass ich sage, oh Mann, ich wünschte, ich hätte jetzt mal irgendwie 3 Wochen Urlaub und könnte gar nichts machen. Manchmal sage ich das, aber letztendlich, sobald ich ein Wochenende nichts gemacht habe, denke ich, ich muss wieder ran. Ja. Und meiner Frau geht es noch mehr so als mir. Und das ist halt was, was uns total antreibt. Deswegen, es ist definitiv eine Management-Sache. Aber dadurch, dass ich mit dem Podcast jetzt auch langsam mehr, dass wir uns dadurch mehr ernähren können jetzt finanziell, was so langsam anläuft, das ist super, kann ich mehr und mehr die andere Arbeit zurückschrauben und möchte eben auch meine Fotografie mehr rausbringen, dass wir quasi dann irgendwann von den Sachen, die wir jetzt machen, auch leben können. Und das ist so das Ziel dahinter. Also hast du jetzt auch keinen festen Job als Synchronsprecher, sondern bist da Freelancer letztlich, ja, oder? Ich war in meinem ganzen Leben noch nie angestellt. Ich bin immer nur Freiberufler gewesen, selbstständig mein Leben lang. Deswegen ist es immer projektbezogen. Ich bin zeitlich sehr flexibel. Ich habe keinen 9-to-5-Job oder so. Ich bin immer nur zwischendurch irgendwo und arbeite in so Crunch-Times, sage ich mal. Bin eine Woche irgendwie ganz viel weg, mache ganz viel Regie und dann komme ich wieder und dann ist wieder cool oder spreche mal oder sowas, genau. Hast du noch eine Message, die du den Zuschauern mitgeben willst, was dir wirklich auf dem Herzen liegt? Ja, denkt an eure Proteine und das B12. Nein. definitiv. Und zwar geht es mit Geduld an, wenn ihr noch nicht vegan seid. Macht euch keinen Stress, wenn ihr noch nicht vegan seid. Aber geht Schritt für Schritt. Das ist immer so meine Message an die Leute. Macht euch keinen Stress, aber macht es. Und für die veganen Menschen unter euch, macht was. Geht raus. Geht zu einem Cube of Truth. Geht zu irgendeiner Organisation, geht zu Animal Equality, geht irgendwo hin, macht Food, geht einfach raus und redet mit den Leuten, lernt andere vegane Menschen kennen, weil wir uns oft auch alleine fühlen und denken, oh Gott, die Welt ist gegen uns. Aber es geht nicht darum, dass wir gegen irgendwas sind, sondern dass wir gemeinsam für etwas arbeiten. Ich sage auch nicht kämpfen, sondern arbeiten. Also werdet aktiv, das ist so meine Message letztendlich. Ja. Vielen Dank, Lars, für deine Zeit. Es war super spannend, dich näher kennenzulernen und ich denke mal für alle Zuschauer auch. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr das Porträtformat, wie wir es jetzt das erste Mal gemacht haben, gefällt, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr noch gerne für Fragen haben wolltet und was ihr gerne für vielleicht Gäste auch haben wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei The Habit Rabbit. Aber wir machen noch nicht ganz Schluss, denn wir haben jetzt noch ein paar Überraschungsentscheidungsfragen für Lars. Holy shit. Du musst ganz viel wegblieben, ich fluche zu viel. Fleisch oder Fisch? Wenn ich das höre, ne? Klares Ja. Ja, klares Ja. Proteinshake oder Hülsenfrüchte? Hülsenfrüchte. Provec oder Greenpeace? Provec. Aldi oder Alnatura? Alnatura. James Bond oder Pretty Woman? James Bond. Rapsöl oder Palmöl? Rapsöl, definitiv Rapsöl. Aber möglichst wenig. Wenn ihr Nico Rittenau zugehört habt, Leute, benutzt wenig Öl. Ja, auch Kokosöl. Man hört immer, es ist gesund. Es gehört auf die Haut, nicht in den Körper. Nein, es gehört auf die Haut, nicht in den Körper. Ne? Hört ihm zu. Ja, da kommt der Österreicher durch. Okay. Ne? Windkraft oder Wasserkraft? Schwieriges Thema, weil ja theoretisch bei beiden theoretisch Tiere draufgehen können, aber ich würde sagen Windkraft, weil es werden ja auch effektivere Windkraftwerke gebaut. Ich glaube Windkraft, weil da kommen vielleicht mehr Leute dran. Ich kenne mich nicht genug aus. Ich sag Windkraft.
Burger oder Bulgur? Burger. Man sieht's ja. Seitan oder Tofu? Tofu. Seitan gerne, aber nicht so oft. Ich esse Tofu öfter als Seitan, muss ich sagen. Aber Seitan ist auch geil. Erdbeer oder Vanilleeis? Erdbeer. Erdbeer, Erdbeer, Erdbeer. Also. Mit Erdbeereis. Und Erdbeersoße. Und überhaupt Eis. Ja, und Erdbeeren. Oh. So, und jetzt sind wir wirklich am Ende. Ciao, macht's Tö. Gut. Aber ganz bin ich auch nicht weg von dem Pott. Okay. Dann lass uns anfangen. Wollen wir anfangen? Sollen wir so leicht zur Kamera geneigt? So, so, ungefähr so. So, so, so. So. Hi. Hi. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Dein Handy. Kannst gerne auf dein Handy schauen. Sorry. Eine Frage zu dir, Thomas. Das schneiden wir raus, ja. Eine Frage zu mir. Wir können das nicht rausschneiden. Das ist die Realität von Interviews. Genau. Passiert mir nie. Passiert dir natürlich nicht. Bei dir fällt es auch nicht so auf, wenn du es rausschneidest. Was? Ne? Was? Ich habe meinen Podcast noch nie geschnitten. Alles klar. Ja? Oh, hi. Ich sehe nur gerade dein Mikrofon, ob das da so gut hängt. Das passt schon. Ja? Das sieht nicht super hübsch aus. Aber es geht hier nicht um Ästhetik, Leute. Es geht um Funktionalität. Here we go. Okay. So. Zeitsprung. Zeitsprung. Moment, dann lassen wir es auch drin. Schauen wir mal. Oh, hi Thomas, schön dich zu sehen. Ja, du wolltest mich ein paar Fragen fragen. Genau. Du läufst noch, ne? Oder hast du Speicherkarte drin überhaupt? Ist ja, egal. Hoffe ich.